Piroschka, Matroschka, Rotkäppchen. Ja, das beides bedeutet übersetzt Rotkäppchen. Und der böse Wolf. Oder auch der Wolf und die sieben Geißlein. Ist eine Geschichte von den, sind ja zwei Geschichten von den Brüder Grimm, die sich sehr ähnlich sind und also auch irgendwie aus dem Grund zusammengehören. Beide Kindergeschichten enden damit, dass der Wolf den Bauch aufgeschnitten bekommt und stirbt, seine Opfer jedoch wie durch ein Wunder überleben. Schauen wir uns die Analogien etwas genauer an. Zunächst mal der Wolf. In den nordischen Mythen und auch in allen anderen möglichen Mythen ist der Wolf Fenrir, Fenris, Fenris Sulfur, nordisch Fenris Wolf, Sumpfbewohner. Auch Managame, Mondhund. In der nordischen Mythologie ist Fenrir ein gewaltiger Dämon in Wolfsgestalt. Die Nonnen weissagen, dass Odin, dass dieser Höllenwolf ein Zeitalter der Axt, des Schwertes, des Windes und schließlich des Wolfes einleiten würde, das die Welt vollends oder vollständig zerstört. Die Nonnen warnten auch davor, dass der Fenriswolf Odin einst den Tod bringen werde. Fenrir ähnelt dem Höllenhund Garm, der zu Ragnarök, wie er seine Fesseln sprengen wird. Auch der altiranische Dämon Asidaka erinnert in vielen Zügen an dieses Untier. Und so ist es auch in anderen, was Religionen, Mythen sagen und so weiter. Da könnt ihr dann noch mehr zu dem Thema lesen auf Lokis Mythologie. Loki ist der Stellvertreter Luzifers aus der nordischen Mythologie. Natürlich ist der Wolf in Wirklichkeit lange nicht so. Er ist ein Jäger und der Jäger hat Zeit. Darüber hinaus ist der Familienbund eines Rudels Wölfe stärker als mancher Mutterinstinkt bei den Menschen. Eine Wolfsmutter würde ihr Junges niemals töten, auch in der Not nicht. Sie opfert sich eher auf, im Gegensatz zu anderen Tieren dieser Welt, das Monster Mensch allen voran. Nun zum Rotkäppchen, Piroschka, Matroschka oder die sieben Geißlein. Stellvertretend die sieben Urmaterien oder auch sieben Ätherkörper. Die Wesenheit Seele des Menschen besteht aus sieben Sphären, also sieben Körper ineinander geschachtelt, wie eben Piroschka, Matroschka. Ne? Und diese Körper sind materiell, sie werden von lebenden Organismen aufgearbeitet. Während dieser Körper sich an der gegebenen Umgebung anpasst, ebenso verhält es sich mit allen Planeten, so zum Beispiel auch mit dem Wesen Erde und den sieben Sphären der Erde. Hier habe ich nochmal das Beispiel gemacht, da haben wir dann diese G ist die Urmaterie, die alleine steht. Alle anderen setzen sich jeweils aus der vorhergehenden Materie zusammen. Also man kann das entweder A, B, C, D, E, F, G oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durchzählen. Ne? Aber das Kinderspiel kennt ihr ja. Und da haben wir wieder unser Rotkäppchen, unsere Analogie. Daher kennen wir aus der Antike erstens die sieben Fixsterne, die Gestirne, zweitens die sieben Siegelwelte, drittens sieben Tore öffnen und schließen. Viertens sieben Farben des Regenbogens, die Leiter oder die Treppe des Lichtes. Fünftens sieben Töne der Tonleiter oder auch Treppe des Schalls. Sechstens sieben materielle Essenzen. Siebtens sieben kristalline Systeme. Achtens sieben Zonen der Sphären. Na, hier, da ist das Embryo. Und neuntens sieben Ätherkörper der Wesen oder der Seele. Ja. Diese neun Zonen, auch neun Welten, die sich in 15 Zonen unterteilen, siehe auch neun Sphären, unter neun Sphären, sind jene neun Zonen der uralten Rassen, derer die Materie erschaffen. Siehe auch neun Weltenmodell, der Lebensbaum, Stonehenge, die Pyramiden. Wenn ihr also diese Links verfolgt, kommt ihr einmal zu den neun Weltenmodell, was wichtig ist in den antiken Lehren oder ja, im antiken Wissen gab es nicht nur Feuer, Erde, Wasser, Luft, sondern auch Äther.
Ja, in dem Zusammenhang ist dann auch nochmal das Gedöns zu erwähnen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Diese Zeichen sind dann also auch wieder in irgendwelchen alten Höhlenzeichnungen zu finden. Genauso dann auch wieder unsere 7 Wochentage oder dann auch der Lebensbaum. In dem Fall habe ich Yggdrasil gewählt mit Asgard, Vanaheim, Mir, also die 9 Welten. Und das dann wieder in Bezug auf zum Beispiel Maya-Pyramiden oder sonstige Pyramiden haben wir dann wieder unsere 3 oben, 3 Mitte, 3 unten Welten. Und diese Welten sind zum Teil nochmal unterteilt. Was aber nichts anderes dasteht wie oben Universum, Galaxie, Planet, Mitte Nationalität, Kultur, Stamm. Unten Familie, Art, Zellebene. Wenn man das jetzt auf die Namen aus den alten Sagen bezieht, dann sind ganz oben die Asen, das ist dann stellvertretend auch fürs Universum, die Vanen, das ist der Geburtsort der Götter, oder die sind ein Teil der Götter, ja, die Liusalfen, da sind alle Alben, Zwerge, Licht, Dunkel, egal von welcher Sorte mitzuzählen. Midgard ist dann die Ebene der Menschen. Die Jöten ist dann die Kultur, da würde man heutzutage vielleicht sogar dann Religion sagen. Muspla ist der Stamm, also die Familie. Die Familie sind die Swarten und dann die Art sind die Nifler, also ob jetzt Elefant oder Mensch. Und dann die Zellebene, da kommen wir dann wieder auf das Hel, Hellas, Stier, das Erdgebundene, ne? Was wir ja auch in Kommunikation hatten. Und wenn man das jetzt auch wieder mit Stonehenge in Verbindung sieht, dann haben wir auch wieder die mehreren Ebenen, die in Stonehenge dargestellt werden. Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn etc. Ne? So, und dann gehen wir nochmal hier drauf. Da haben wir dann die Unterteilung dieser Welten, wo man dann direkt sieht, dass also manche Welten tatsächlich nochmal in 3 geteilt sind. Hier in 1 und hier nochmal jeweils. Ne? Und es gibt dann im Gesamten 15 Sphären, die man aufarbeiten kann. Und alles, was danach kommt, macht den äußeren, die äußere Schicht einfach nur dicker. Zurück zum Artikel. Die Farben der einzelnen Körper oder Sphären sind grau, grün, blau, hellblau, rot, orange, violett. Manchmal auch pink, lila oder dunkelviolett. Das hängt davon ab, inwieweit irgendjemand seine Wesenheit aufgearbeitet hat. Mit den Gralstafeln von Chartres aus Frankreich. Mit den Gralstafeln von Chartres aus Frankreich könnt ihr feststellen, auf welcher Stufe eurer Entwicklung ihr euch befindet, wobei Violett die höchste Stufe darstellt. Da gehe ich dann auch mal kurz drauf. Hier ist dann auch beschrieben, wie ihr da drauf zu schauen habt, damit in der Mitte eine dritte virtuelle Welt entsteht. Also in der Größe kann man das ganz gut dann wahrnehmen. Ja. Und die Farbe, die in der Mitte erscheint, die zeigt euch dann, auf welcher Entwicklungsstufe ihr steht mit eurer eigenen Seele, mit eurer eigenen Aufarbeitung. Jeder lebende Organismus hat eine Wesenheit, also eine Seele, wobei jede Seele an die Anzahl der Zellen eines Körpers gebunden ist. Die unaufgearbeitete Seele eines Frosches kann also weder an eine Kuh noch an einen Elefanten andocken. Dafür aber zum Beispiel an den Körper eines menschlichen Fötus mit der entsprechenden Anzahl an Zellen. Dies zeigt uns die genetische Scheibe aus Südamerika. Unsere Archäologen beschäftigen sich damit, kommen aber nicht dahinter. Wir haben hier nichts anderes wie die Befruchtung und das Andocken verschiedener Wesenheiten an die Zelle bzw. an die Mengen der Zellen. Dieses Andocken ist ein Entwicklungszyklus, der mit der kosmischen Entwicklung der Seele beginnt. Ist die 7. Stufe abgeschlossen, kann die Seele an ein voll entwickeltes Baby etwa im 7. Monat der Schwangerschaft andocken. Deshalb ist ja auch die Abtreibung so schlimm, weil letztendlich anderen Wesenheiten das Andocken damit untersagt wird, ja, wenn man abtreibt und man damit eine kosmische Sünde begeht. Danach kann der Mensch, in Klammern Wesenseele, endlos weiter wachsen und sich sehr viele zusätzliche Körper oder Sphären aneignen oder aufarbeiten. Die zusätzlichen Körper äußern sich in einer dunkelvioletten Aura, die pro Schicht, also pro Sphäre, immer kräftiger in der Farbe erscheint und so von pink bis hin zu lila und schwarz-violett leuchtet.
Die mächtigsten Wesen tragen in ihrer äußeren Aura viele, viele Violetttöne, was die äußere Schicht undurchdringlich macht. Es ist also unmöglich, diese Wesen zu beeinflussen oder sie zu töten. Weder das Durchbohren des Körpers noch ein gezielter Schuss aus einer Waffe und ebenso wenig eine atomare Explosion sind in der Lage, solche Menschen mit solchen Fähigkeiten auszuschalten. Diese Menschen entscheiden sich bewusst für ihren biologischen Tod, um dann im nächsten Zyklus neu anzudocken und ihre Arbeit fortzusetzen. Ausgestorbene Rassen werden sich also ihrer energetischen Struktur entsprechend eine genetische Struktur suchen, um anzudocken. Wenn ein Wesen, in Klammern Seele, ehemals im genetischen Organismus eines Drachen wohnte, wird es ohne Probleme auch in einem Menschen oder einer ähnlichen Intelligenz Platz finden. Wobei hier Intelligenz mit der genetischen Anzahl von Zellen zu vergleichen ist. Qualitätsstruktur der Intelligenzen, in Anführungsstrichen, einer Seele durchlaufen folgende genetische Strukturen. Einzeller, Amphibie, Fische, Insekten, Reptilien, Vögel, Säugetiere. Bei Pflanzen ist die Reihenfolge in etwa Kraut, Staude, Strauch, Baum unterteilt. Es ist also gut möglich, dass unser Rotkäppchen einst ein böser Wolf war, denn wie so oft im Leben blicken wir in unseren eigenen Spiegel und bekämpfen uns selbst. Und die Regel, dass man erst leiden und sterben muss, um zu leben, um leben zu können, wäre damit wieder erfüllt. Jetzt noch eine lustige Anmerkung. In Bezug auf das Wesen Erde und den sieben Sphären ist es schon fast lustig, dass der ehemalige Rotkaplan, in Klammern Papst, einfach mal so die Vorhölle abschafft. Das wäre, als würde man die Erdoberfläche einfach auslöschen. Wer dies nicht kennt, sollte sich mal mit dem Thema Dantes Inferno beschäftigen. Ja, der Papst, unser Rotkäppchen, ne?